Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit einem neuen Video von meiner Anlage. Diesmal stelle ich euch die Linie 6 oder das Netz Nummer 6 vor. Das ist Nahverkehr mit Gütern. Wir sehen hier den Schienenbus VT98 mit einem angehängten, gedeckten Güterwagen. So sind auch die anderen Züge auf diesem Netz zusammengestellt und der fährt hier gerade in Stadt 2 ein, in den Bahnhof, den großen. Ja, außerdem Schienenbus verkehren auf diesem Netz noch eine Triebwagenkombination der österreichischen Bundesbahn, der Blitz mit einem angehängten Güterwagen und eine Dampflok 89 mit zwei Personenwagen und ebenfalls einem angehängten Güterwagen. Und die fahren hier also zwischen Stadt 2, Mitternacht, Harzgerode und Alexisbad im Pendelverkehr hin und her auf einer eingleisigen Strecke und begegnen sich jeweils in den Bahnhöfen. Der Betrieb ist da recht interessant und es ist alles rein mit Kontakten und Signalen gelöst. Da sind keine Steuerstrecken, um Gottes Willen, dabei. Ja, wie auf der gesamten Anlage keine Steuerstrecken im Einsatz sind, keine Fahrpläne, keine Fahrstrecken, sonst was. Alles mit den grundlegenden Mitteln, wie sie IEP hier bietet, gelöst. Ja, der Schienenbus macht sich jetzt auf den Weg, fährt hinter der Stadt vorbei, hier in diesem Flusstal. Links haben wir ein Hochplateau, auf dem der Bahnhof Harzgerode liegt. Da werden wir also später noch vorbeikommen. Wir müssen hier allerdings erstmal Höhe machen, um auf die Höhe von Mitternacht zu kommen. Hier nochmal ein Blick in das Stadtgebiet. Das ist hier so der letzte Bereich der Anlage, an dem ich gebaut habe. Und auch die Linie 6 ist das letzte Netz, was ich auf meiner Anlage gebaut habe. Deswegen ist hier vieles noch nicht komplett ausgestaltet und ausgebaut und wirkt noch relativ kahl. Gerade in Mitternacht werden wir das sehen. Ja, wir sind hier in der Schleife, wo wir Höhe gewinnen werden. Arbeiten uns hier mühsam nach oben mit engeren Kurvenradien und großen Steigungen. Ja, und queren einfach nochmal die Strecke, die wir gerade hochgekommen sind. Und es geht ab in einen Tunnel. Einen der wenigen hier auf der Strecke, und da zoome ich mal raus, damit wir das auch von oben dann verfolgen können, wo der Zug da lang fährt. Schlängelt sich hier halt in einem Bogen unter diesen Bergen durch, macht hier schöne Zickzacklinien und kommt dann schließlich in der Zufahrt zu Mitternacht aus dem Tunnel wieder raus, ne, mit obligatorischem Triebwagengetröte. Und ihr seht, von Mitternacht Mitternacht, da steht also bisher nur der Bahnhof, das Empfangsgebäude mit Güterschuppen und eine kleine Fabrik, die hier ja, den Bahnhof für ihren Gütertransport nutzt. Ansonsten ist hier nur das Straßennetz angelegt, eine große Kehrschleife, ja, dass hier die drei, vier Ortschaften, also Mitternacht, Alexis Bad und Harzgerode miteinander verbindet und schließlich auch nach oben noch zum Bergkloster weiterführt. Ja, ansonsten der Ort selber, an den habe ich hier also noch nicht ausgestaltet, weil ich soweit auf dieser Anlage alle oder fast alle Immobilien schon verwendet habe und mir hier also Häuser fehlen, die ein bisschen anders aussehen als die Häuser und Immobilien in den anderen Ortschaften. Ja. Ja, der Zug wartet hier einfach erstmal am Güterschuppen und am Bahnsteig auf den Gegenzug, fährt zum Ausfahrsignal vor. Ich habe das hier mit der Umschaltlogik mal ein bisschen anders gelöst und wartet also jetzt auf den Gegenzug, der aus Harzgerode kommt. Schauen wir mal, ob wir die Zeit nutzen für einen Panorama-Rundblick. Habe ich, glaube nicht gemacht. Das ist hier auch mit eins der ersten Male, dass ich mit den
Gleiskombinationen, die man hier einfügen kann, arbeiten kann. Ich habe auf jedem Bahnhof dieser Strecke vorneweg so einen Hosenträger, weil ich ja den einfach entsprechend für den Betrieb brauche. Ja. Da kommt also der Gegenzug, ne, die österreichische Triebwagenkombination Blitz mit einem angehängten Güterwagen fährt hier auf dem anderen Gleis in den Bahnhof ein, ja, und kommt dann am Ende des Gleises sauber zum Stehen. Ne, der Güterwagen in Höhe des Güterschuppens. Ja, und die Bahnsteige sind ja da so angelegt, dass man über die Gleise hinweg zum Beispiel auch eben mit einer Sackkarre oder Gabelstapler da den Güterwagen beladen kann. Ansonsten wird halt noch ein weiterer Güterschuppen an dieses Gleis, an den Bahnsteig links dann gesetzt. Ja, wie man das alles ausbaut, das ist wie gesagt noch offen. Für den Schienenbus, für den VD98 geht es jetzt auf die Strecke Richtung Harzgerode, da wo eben der Blitz herkam. Wie gesagt, rechts einfach Felder und hinten ja so eine Gebirgslandschaft ein bisschen angedeutet. Da mal ein bisschen im 3D-Modus mit dem Gelände also experimentiert und gearbeitet und so meine Erfahrungen da gesammelt. Kommt natürlich dann alles in späteren Anlagen auch wieder dann zugute. Ne? Es geht also auch hier wieder eine recht steile Steigung hoch. Man schlängelt sich so ein bisschen, um Länge zu gewinnen, Streckenlänge, um letztendlich auch die Höhe machen zu können. Und im Hintergrund werden wir dann gleich Harzgerode auftauchen sehen. Da hinten links am Bildrand sehen wir schon die Kirche von Harzgerode und fahren hier gleich in den Bahnhof ein. Rechts geht die Strecke dann weiter nach Alexisbad. Und hier in Harzgerode habe ich ja eine interessante Betriebsvariante umgesetzt. Der von Mitternacht kommende Zug fährt nämlich erst auf dem linken Gleis ein, an den Güterschuppen. Ja, das sehen wir hier. Bleibt also am Hosenträger auf der linken Seite, damit am Güterschuppen der Güterwagen entladen werden kann. Die Passagiere, gut, können natürlich schon auf dem Bahnsteig aussteigen. Ja. Einsteigen noch nicht, denn der Zug wendet hier, das werden wir gleich sehen, nach einer kurzen Standzeit, ne, braucht halt ein bisschen, um den Güterwagen zu entladen, wird der Zug gleich wieder ausfahren und wieder in den Bahnhof zurückkommen, aber auf dem anderen Gleis. Jawohl, ja, da haben wir das Triebwagengetröte bei Anfahrt und jetzt geht es also auf dem Hosenträger auf das andere Gleis. Ein Stückchen aus dem Bahnhof raus bis zur Rangiertafel, heißt dieses Signal, glaube ich. Oder einfach nur Tafel, die dem Zug hier signalisiert, bis hierhin musst du rausfahren, dann bist du klar von den Weichen am Hosenträger und kannst dann eben gerade zurück auf das andere Gleis in den Bahnhof fahren. Ja, auch hier haben wir wieder am hinteren Bahnhofsende einen Güterschuppen, daneben ein kleines Sägewerk und halt ein paar Häuser, die hier das Dorf Harzgerode andeuten sollen. Ja, im Vordergrund eine kleine Schule und so weiter. Ja. Und der Zug bleibt also auch hier erstmal eine Weile stehen, bevor er dann zum Ausfahrsignal vorrückt. Und wir genießen hier einfach mal den Blick in den Hintergrund. In Alexisbad ist gerade ein Zug der Stadtbahn rausgefahren, der Seehaß-Triebwagen, das hat man gerade im Hintergrund gesehen. Ist auch nochmal eine interessante Betriebskombi, die sich da ergibt und auch automatisch geregelt wird. Erkläre ich aber dann, wenn wir mit dem Schienenbus in Alexisbad sind. Ne, hier kommt erstmal erfreulicherweise unser Gegenzug aus Alexisbad. Das ist die Dampflok 89 mit zwei Personenwagen und einem gedeckten Güterwagen im Schubbetrieb. Denn der Güterwagen muss natürlich zuerst in den Bahnhof rein.
weil der Güterschuppen halt hinten steht. Ja. Und ja, die Damplok 89 fährt ihr eben auf das frei werdende Gleis ein. Oder auf das jetzt freie Abstellgleis ein. Und löst damit auch die Ausfahrt des Schienenbusses aus. Ne? Der kann sich jetzt auf den Weg nach Alexisbad machen, denn da ist die Strecke frei. Und durch dieselbe Zeitsteuerung wird auch die Damplok 98 kurz hinter dem Schienenbus rausfahren, das werden wir gleich sehen, und auf das andere Gleis im Bahnhof Harzgerode wieder zurücksetzen. Ja. Der Schienenbus fährt jetzt also an der Rangiertafel vorbei und im Hintergrund sehen wir, kurz nach ihm macht sich die Dampflok auf den Weg und die fährt aber nur bis zur Rangiertafel vorbei, während der Schienenbus diese Rangiertafel eben jetzt passiert und auf die Strecke Richtung Alexisbad geht. Ja, im Hintergrund sehen wir die Dampflok, die halt nur bis zur Rangiertafel vorfährt und wieder zurücksetzt. Alles das, wie gesagt, einfach nur mit Signalen und Kontakten gelöst. Keine Steuerstrecken, keine Fahrstrecken, kein Fahrplan, nichts dergleichen. Ganz grundlegende Technik hier eingesetzt. Wir müssen bis Alexisbad ein bisschen Höhe verlieren, deswegen geht es hier einfach auch nochmal in eine Schleife, auch um einfach hier Fahrzeit auf der Strecke zusammenzukriegen. Ne? Durch einen engen, immer enger werdenden Talabschnitt oder Einschnitt, Geländeeinschnitt, geht es hier halt unter der Strecke, unter den Gleisen, auf denen wir gerade rausgefahren sind, hindurch. Ne? Die erste Brücke, da müssen wir jetzt den Kopf einziehen, damit wir da durchpassen. Das war die Eisenbahnbrücke und die zweite Brücke, unter der wir jetzt gerade durch sind, ist halt die Straße, die halt auch dann nach Alexisbad weiterführt. Hier haben wir nochmal einen schönen Geländeeinschnitt mit einem Stausee. Da habe ich mal die Staumauer genutzt am Anlagenrand, um den halt so ein bisschen auch zu kaschieren. Ja, und wir fahren hier jetzt im Bogen rein nach Alexisbad. Ja, rechts von uns kommt dann auch die Straße runter. Und auch in Alexisbad haben wir halt das Durchfahrgleis und ein Abstellgleis. Und hier werden auch beide Gleise benutzt, ähnlich wie im Bahnhof Harzgerode. Wird unser Schienenbus erstmal natürlich am Bahnsteig halten. Ja, einen kurzen Halt einlegen, damit die Passagiere aussteigen können. Und nach einer kurzen Pause geht es dann auf das Abstellgleis, damit der Güterwaggon entladen werden kann. Ich nutze hier die Gelegenheit einfach mal zu einer kleinen Panoramafahrt über den Anlagenrand hinweg, damit man mal einen Blick auf Alexisbad bekommt und im Hintergrund halt nochmal Stadt 2 und so weiter das ganze Geraffel da gesehen hat. In Alexisbad ist ja auch ein Haltepunkt für die Stadtbahn. Die Linie 2, die hier aus dem Wald und von Stadt 2 hierher kommt. Und der macht eben der Schienenbus hier Platz, indem er jetzt eben zurücksetzt auf das Abstellgleis im Bahnhof Harzgerode. Ne? Den Güterwaggon hier sauber am Güterschuppen abstellt und dann einfach mal wartet, bis der B- und entladen ist. Ne? Der Zugführer hat dann hier Gelegenheit, genüsslich eine Tasse Kaffee zu trinken, eine zu rauchen und aufs Klo zu gehen. In dieser Zeit haben die Züge von der Stadtbahn, von der Linie 2, die Gelegenheit, nach Alexisbad einzufahren. Die halten dann kurz am Bahnsteig und fahren wieder raus. Ja. Und nur in der Zeit, in einem kleinen Zeitfenster, während hier der Zug auf dem Abstellgleis steht, sind die entsprechenden Signale, Einfahrsignale, geöffnet. Ja, ansonsten sind sie geschlossen, solange eben wie hier der Schienenbus im Bahnhof rangiert. Ja, also auch rechtzeitig, bevor der sich jetzt gleich wieder hoffentlich auf den Weg macht, werden die Signale
auf Halt gesetzt, damit eben von der Stadtbahn, der Linie 2, dem Netz 2, keine Züge hier in den Bahnhof einfahren können und dann hier mit dem Schienenbus kollidieren, damit der halt eben auch rausfahren kann, um zurückzusetzen. Ja. Und ja, dementsprechend halt die Haltezeit hier auch ein bisschen lang gewählt, damit halt wirklich ein paar Sekunden wenigstens dieses Zeitfenster besteht für die Züge von der, vom Netz 2 von der Stadtbahn. Ja. Ja, der Schienenbus setzt hier also zurück wieder in den Bahnhof oder an den Bahnsteig und hält dann auch kurz, ja, damit dann die Passagiere Richtung Harzgerode, Mitternach dann einsteigen können. Ne? Wer Richtung Stadt 2 will, der ist schon vorher mit der Stadtbahn gefahren. Ja, falls er den Zug verpasst hat, kann er es natürlich jetzt auch hier mit der Nebenbahn auf die lange Tour machen. Ne? Also jede Menge Möglichkeiten auch hier. Und ja, nach einer Wartezeit geht es halt dann auch hier einfach wieder auf die Strecke. Ich bleibe diesmal ein bisschen in der Panoramaansicht, damit wir so ein bisschen einen Überblick kriegen über das Gelände nochmal. Auf dem Herweg waren wir ja recht eng am Güterwagen dran, haben das quasi aus der Zugführerperspektive mitverfolgt. Und jetzt sind wir mal ein bisschen weiter draußen, sehen rechts den Fluss, der sich hier eben sein Bett gegraben hat, um das Plateau herumfließt, auf dem Harzgerode liegt. Ja. Und dann, glaube ich, auch irgendwo wieder verschwindet bei Stadt 2 irgendwo im Untergrund. Muss man sich auf der Anlage dann nochmal genau angucken. Hier nochmal schön am Stausee vorbei mit der Staumauer und dann unter der Straße durch, die hier Harzgerode und Alexisbad miteinander verbindet. Und dann geht es jetzt eben wieder aufwärts durch diese Schleife. Ja. Nochmal im Hintergrund Mitternach und Stadt 2, während sich hier der VD98 eben hocharbeitet auf das Niveau von Harzgerode. Ja. Hier eben halt ein bisschen versucht, zum, ja, die Enge dieses Einschnitts anzudeuten und schön umzusetzen oder darzustellen, weil diese Kehre oder diese Schleife ja wirklich dann aus dem Fels rausgearbeitet werden musste und da versuchte man halt so wenig Material wie möglich zu bewegen. Ja. Wir fahren jetzt in den Bahnhof Harzgerode ein, diesmal eben aus der anderen Richtung und sehen eben schon auf dem rechten Gleis den Zug stehen, der dann ausfährt. Das ist in diesem Fall ja, der österreichische Triebwagen der Blitz. Wir fahren durch den Hosenträger auf das linke Gleis. Ja. Halten dann am Güterschuppen und lösen damit die Ausfahrt des Blitztriebwagens aus, der ganz genüsslich nach Alexisbad dann rauszuckelt. Also genau die Strecke fährt, die wir eben gerade gefahren sind. Und ja, wenn der rausfährt, folgen wir ihm und kehren dann um in das zweite Gleis, in das rechte Gleis dann einzufahren. Dasselbe Manöver, wie wir es schon auf dem Herweg gemacht haben, nur dass wir jetzt eben der Gegenzug quasi sind. Hier sehen wir hoffentlich schön jetzt die Ausfahrt nochmal genau. Ne? Während der Blitz jetzt also an der Rangiertafel vorbeifährt und das Ausfahrsignal passiert, bleiben wir mit dem Schienenbus an der Rangiertafel stehen, kehren die Fahrtrichtung um und fahren zurück durch den Hosenträger in den Bahnhof, aber diesmal eben auf dem rechten Gleis. Ja, damit auch da eben
in den Güterschuppen be- und entladen werden kann, ne, Passagiere ein- und aussteigen können. Wer jetzt hier zum Beispiel den Zug nach Alexisbad verpasst hat, ne, der gerade raus ist, der Blitz, ne, der kann jetzt eben bei uns einsteigen, nach Stadt 2 runterfahren und dann mit der Stadtbahn nach Alexisbad. Hat er natürlich auch wieder eine Tour vor sich, aber er kommt halt an. Er kann natürlich auch hier in Harzgerode auf den nächsten Zug warten, auf die Dampflok 89, die eben von Stadt 2 nach Mitternach gefahren ist und die wir jetzt hier, glaube ich, abholen werden. Genau, wir rücken hier also zur Ausfahrt vor. Und fahren hier automatisch, also einfach zeitgesteuert, raus nach Mitternach. Ja, ohne dass uns der Gegenzug hier auf die Strecke schickt. Im Gegenteil, durch unsere Ankunft in Mitternach wird nämlich die Dampflok 89, die dort schon bereitsteht, aus Stadt 2 kommend, von uns auf die Strecke Richtung Harzgerode geschickt. Ja, hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf die Felder und den Anlagenrand mit dem Hintergrund, dem Horizont dahinter. Hier ist ein Icarus-Bus unterwegs. Entschuldigt, ist früh am Morgen, wenn ich gerade hier gerade das kommentiere. Der fährt eben auch nach Mitternach von Harzgerode auskommend. Ja, die Straßennetze, denke ich, werde ich euch auch mal vorstellen, weil man da noch einige Ecken der Anlage sieht, die man hier, kaum zu glauben, aber war, nicht gesehen hat, beziehungsweise halt alles auch nochmal aus einer anderen Perspektive seht. Gebt mir einfach einen Daumen hier, entweder im EEP-Forum oder hier bei YouTube, wenn ihr das auch noch sehen wollt, wie das hier auf den Straßennetzen abgeht. No? Ja, wir sind hier soweit, dass wir also gleich in den Bahnhof Mitternach einfahren, auf das linke Gleis, auf dem rechten Gleis, steht schon die Dampflok bereit, um sich auf den Weg nach Harzgerode zu machen. Ne? Und ihr seht, am Bahnhof fährt also auch gerade der Icarus vor. Ne? Allzu viel Zeit haben wir also nicht gut gemacht auf dem Bus, beziehungsweise eher auf uns. Der fährt natürlich in einem ganz anderen Rhythmus, weil er vollkommen unabhängig ist vom Schienenverkehr hier. Ne? Da gibt es also keine gegenseitige Beeinflussung. Im Hintergrund seht ihr auch eines der Binnenschiffe, die hier auf dem Fluss unterwegs sind. Der Schiffsverkehr, den werde ich, glaube ich, auch nochmal vorstellen. Da gibt es auch noch ein paar schöne Szenen am Hafen und im Hafen Frankeneck, die ich da noch zeigen kann, dass man auch nochmal ein paar Sachen wieder aus einer anderen Perspektive sieht, als man sie hier bei den Netzvorstellungen, also bei den Gleisnetzvorstellungen gesehen hat. Ja, die Dampflok macht sich auf den Weg nach Harzgerode und wir sind auch gleich dran mit unserer Fahrt Richtung Stadt 2, wo wir vor ja, gut 20 Minuten, einer knappen halben Stunde aufgebrochen sind. Ja, jawohl, da haben wir das Ausfahrsignal frei bekommen und machen uns auf den Weg aus dem Bahnhof raus, dann eben auf die linke Strecke, auf die linke Ausfahrt, die in den Tunnel hineinführt nach Stadt 2. Und ich bleibe diesmal rausgezoomt, dass wir hier einen schönen Blick halt mal auf die Landschaft haben und nochmal einen Überblick, wie die Strecken hier verlaufen. Und ihr seht also im Hintergrund schon, ja gut, 4 Kilometer, die Anlage ist halt nicht allzu groß, nur 4 mal 1 Kilometer, aber doch von der Sichtweite her kann man fast bis ans andere Ende gucken und sieht halt eben auch einfach viel. Ja. So, wir kommen hier aus dem Tunnel gleich wieder raus und ja, müssen ja noch runter auf das Niveau der Stadt 2, deswegen auch hier nochmal durch diese steile Schleife, wo wir unsere Strecke einfach nochmal unterqueren. So, da haben wir die
Brücke, unter der wir gleich durchfahren, rechts die Tunnelausfahrt, aus der wir gerade rausgekommen sind. Und die nächste Brücke, entschuldigt, es ist früh am Morgen, als ich das hier nachkommentiere. Genau, und da sehen wir jetzt rechts den Fluss und ganz rechts am Bildrand das Plateau, auf dem eben Harzgerode liegt, das Hochplateau. Und links die Stadt. Die Stadt 2 mit ihrem großen Bahnhof, in dem wir gleich reinfahren. Ne? Im Hintergrund seht ihr die SBW-Hallen, das Betriebswerk für die Diesel-Regionalzüge. Und dann geht es hier im Schwenk rum rein in die beiden Stichgleise des Bahnhofs in Stadt 2. Ne? Das linke ist hier für die Nahverkehrsbahn mit Gütern. Und das rechte, das ist für die Stadtbahn, das Netz 2. Ja. Was er ja schon, oder was ich euch ja schon vorgestellt habe im dritten Video. Ja, das erste war der Überblick, das zweite die Linie 1, der Fernverkehr, und das dritte die Stadtbahn Linie 2. So, das soll soweit gewesen sein. Knappe halbe Stunde ist man, wie gesagt, auf diesem Netz unterwegs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie gesagt einen Daumen da, ein Like oder sogar einen Kommentar. Und ansonsten bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.